Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, ich möchte die Gelegenheit trotzdem noch mal nutzen, auf das Thema einzugehen. Was möchte die Linke mit diesem Gesetzesentwurf? Sie möchte mal wieder Planwirtschaft statt Marktwirtschaft. Sie möchte den Unternehmen und Investoren vorschreiben, eine Abgabe an die Kommune bei Solarparks und Windparks zu leisten. Volkswirtschaftlich ist es nichts anderes als eine weitere Steuer. Es ist schon schlimm genug, dass man sich die Akzeptanz der Bürger und Kommunen erkaufen muss, denn eigentlich möchte niemand diese Monster in seinem Vorgarten stehen haben. Wir lehnen den Gesetzesentwurf aber schon aus grundsätzlichen Überlegungen ab, denn wir brauchen kein Mehr an Zufallsenergien und Flatterstrom, sondern ein weniger und ein Mehr an zuverlässiger, günstiger Energie für die Bürger und für die Unternehmen. Günstige, zuverlässige Energie ist die Basis für jede Volkswirtschaft und entscheidend für den Wohlstand. Mit jedem Windrad und jeder Solaranlage erhöhen sich die Kosten im Netz und die Energieversorgung wird unsicherer. Auch die vernünftigen Stimmen im Mainstream mehren sich nun. Ich zitiere Dr. Sebastian Boley vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag: Das Ziel der weitgehenden Treibhausgasneutralität 2035 sei zwar wünschenswert, aus Sicht der aktuellen Lage, des Mangels an Flächen und Fachkräften sowie des sich in den Kinderschuhen befindlichen Wasserstoffmarktes aber nicht realistisch erreichbar, ohne dass massive Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit entstünden. Zitat Ende. Dazu passt, dieses Jahr müssen wir wieder einen neuen Rekord bei den Netzeingriffen, den sogenannten Redispatch-Maßnahmen, feststellen. Jeder Eingriff erhöht die Kosten und die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts. Und übrigens genau diese Kosten werden bei der grünen Lobby natürlich nicht mit angegeben, wenn es immer wieder heißt, Erneuerbaren wären doch so günstig. Auch das Beispiel von Professor Willingmann im letzten Plenum auf meine Intervention war zumindest schlecht. Stolz verwies er auf Portugal und seinen hohen Anteil aus Zufallsenergien beim Strommix. Ein untauglicher Vergleich, denn erstens, Portugal ist kein Industrieland und zweitens importiert es 75% seines Stroms. Wissen Sie, was passieren würde, wenn Deutschland 75% seines Stroms aus dem europäischen Netz importieren müsste? Nun ist er leider nicht da, aber die Antwort würde ich ihm gerne unserem Wirtschaftswissenschaftsminister als Hausaufgabe stellen. Den Antrag und den Entwurf der Linken lehnen wir natürlich ab. Vielen Dank.